Hey Leute, es ist soweit, es ist Urlaubszeit, ja. Ich habe es geschafft, habe mich durch alles durchgekämpft, was noch so im Weg war, hatte echt noch viel zu tun am Ende. Ich habe es angekündigt, dass ich vorhabe, einen Vlog zu machen über meinen Tauchurlaub in Ägypten. Jetzt ist es soweit, ich habe gerade noch eine neue Kamera gekriegt, habe die GoPro 10 mir geholt, weil ich dachte, wenn, dann will ich euch auch eine vernünftige Qualität abliefern. Hatte echt noch viel zu tun am Ende, aber jetzt ist es endlich soweit, ich kann meinen Koffer packen und ja, das wollte ich jetzt heute auch mit euch spielen. Ich packe meinen Koffer. Was nehme ich mit, wenn ich in Tauchurlaub fahre? Das Einfachste, was man eigentlich braucht, ist erstmal Maske und Schnorchel. Also Schnorchel auch deswegen, weil man ja auch zwischendurch einfach mal schnorcheln gehen will. Man kann ja nicht immer nur tauchen. Und dieser Blickwinkel, dieser etwas andere Blickwinkel, einfach von oben auf das Riff, ist auch sehr, sehr schön. Also kann ich nur empfehlen, wenn man einen Schnorchel hat, würde ich den auf jeden Fall einpacken. Ich schmeiße das jetzt einfach mal alles hier in meinen Koffer rein und wir gehen so Stück für Stück durch. Hier ein Jacket. Habe ich mir vor einiger Zeit geholt. Ist ein ganz einfaches Jacket von Cressy, dass man das sehr, sehr schön komprimieren kann. Jacket braucht man zum Tarieren, da kommt ein bisschen Luft rein, damit kann man die Höhe im Wasser einstellen und ja, quasi in Schwerelosigkeit gelangen. Das ist ganz angenehm, das Ding. Hat auch hier so Bleitaschen, also man muss ja auch noch ein bisschen Blei mit sich haben, weil sonst wird man einfach nur oben schwimmen durch den Neoprenanzug. Man braucht also keinen Gürtel, das kann man echt 1A zusammenfalten. Das ganz einfach so. Teil 1. Teil 2 umlegen. Dann gibt es hier so einen Gurt, den man auch vorher schon drum machen kann. Dann ist das ein bisschen einfacher. Der kommt hier so drum. Dann ist das Ganze ziemlich stark komprimiert. Dann haben wir den Shaker da drin. Was brauchen wir noch? Neoprenanzug, damit wir nicht frieren. Habe ich auch einen ganz simplen 5 mm. 5 mm ist für die Wassertemperaturen. Da sind jetzt ein paar Hundehaare dran. Hundehaare von dem Verbrecher da. Das ist mein Hund. Den habe ich jetzt geweckt. Hallo. Kuckuck. Ist halbtrocken, das heißt, er hat so Gummimanschetten hier in den Ärmeln, am Hals und an den Füßen. Und das reduziert einfach den Wasseraustausch, der ist relativ eng und dadurch ist es immer schön warm. Wir haben in Ägypten jetzt im Moment, glaube ich, 24, 25 Grad Wassertemperatur, also 5 mm perfekt. Kommt auch im Koffer. So, was brauchen wir noch? Wenn man mit dem Boot rausgefahren wird, muss man sich irgendwie bemerkbar machen, dass man wieder ins Boot rein will. Und in den Wellen, da können die einen eigentlich nicht sehen, die auf dem Boot sind. Deswegen gibt es hier diese Bojen. Die sind dann ungefähr so lang, schön rot. Und die werden einfach mit der Luft aus dem Atemregler aufgepustet und schwimmen dann so im Wasser rum. Und dann können die einen sehen und einsammeln. Sehr, sehr angenehm. So viel Zeug hier, so viel Zeug. Wo ist das Ding, wenn man es braucht? Ist es weg? Da! Hier ist das Ding. So. Das ist das Gehäuse. Da ist jetzt noch meine GoPro 7 drin. Und hier ist so ein Rotfilter. Der wird einfach vorne drauf geklippt. Und dann kann man wunderbare Aufnahmen machen. Was brauchen wir noch? Einen Computer. Und zwar brauchen wir einen Tauchcomputer. Tauchcomputer haben wir hier. Das ist auch so ein ganz einfaches Teil, klappt sehr gut, ist relativ groß, bei Dunkelheit hat man das Teil beleuchtet, dann kann man was sehen und man kann eigentlich alles einstellen, was man so braucht, ist jetzt kein High-End-Gerät oder sowas, aber funktioniert wunderbar. Okay, kommt auch in den Koffer, packen wir gleich alles ein. Als nächstes Flossen. Zu den Flossen, wenn man tauchen geht, auch besonders in Ägypten, ich sag mal jetzt auf Malediven oder so, ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Da geht man immer schön vom Strand oder vom Boot rein. In Ägypten muss man schon mal ein bisschen laufen, bis man am Riff ist. Und da empfiehlt es sich einfach, Flossen mit Füßlingen mitzunehmen. Ich habe hier so Flossen, ich zeige euch die mal eben. Das sind ganz einfache, von Cressy ist jetzt nichts Tolles oder so. Mit denen komme ich aber sehr, sehr gut klar. Die landen auf jeden Fall im Koffer und dazu gehören, wie gesagt, Füßlinge. Die habe ich hier unten liegen. Habe ich auch ganz einfache, ich habe relativ große Füße, Schuhgröße 47. Die tun sehr, sehr gut ihren Dienst. Zack. Was brauchen wir noch? Einen Atemregler.
habe ich auch so ein Reisegerät. Das ist besonders leicht, das Teil. Wirklich ein ganz, ganz einfaches Gerät hier. Atemregler zeichnet sich dadurch aus. Wir haben ein Mundstück, wodurch wir atmen. Haben eins für Notfall. Da fehlt noch ein Mundstück drauf. Das muss ich gleich noch drauf machen. Und wir haben hier ein Finimeter. Damit können wir den Druck in der Flasche überprüfen. Dieses Ding hier wird ans Jacket angeschlossen. Ansonsten haben wir eigentlich, glaube ich, alles, oder? Ich glaube schon. Ich packe das jetzt im Koffer. Ich würde mich echt total freuen, wenn ihr in den nächsten Tagen einfach zuschaut, was ich so erlebe, was beim Tauchen abgeht, wie das Hotel so ist. Ich habe echt vor, euch überall mitzunehmen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch auch freut. Der Janis wird schneiden. Ich gebe ihm einfach das ganze Material und er guckt, dass es ja für euch interessant zusammenschneidet. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Vloggen ist für mich echt bis jetzt immer so was ganz Seltsames gewesen. Aber ich habe einfach Bock drauf, das zu machen. Auch für mich, damit ich später mal gucken kann, was hast du da eigentlich früher gemacht. Also, geile Sache. Ich freue mich total drauf. So, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze möglichst gut in diesen Koffer reinkriegen. So, Anzug rein. Und ich überlege tatsächlich, ob ich den Atemregler nicht mit ins Handgepäck nehme. Weil das sieht ziemlich eng aus. Füßlinge rein. Computer. Maske, Schnorchel. Schnorchel kriegt übrigens auch noch ein neues Mundstück. Das habe ich im letzten Urlaub abgefressen, weil ich beim Schnorcheln so einen Hunger hatte. Dann habe ich mir auch noch eins für bestellt. Machen wir auch eben drauf. So, ruppi zuppi, alles wieder gut. Ich glaube, ich habe alles zusammen. Rudi, was sagst du dazu? Ja. Du willst noch was essen, ne? Du hast Hunger. Mein ganz anderes Zeug habe ich auch noch. Der Rudi guckt noch mal eben, dass da alles richtig ist. Tja, machen wir den Koffer zu, ne? Was natürlich auch noch super wichtig ist, was ganz entscheidend ist, Logbuch sollte man auf jeden Fall auch dabei haben. Inklusive ärztlicher Bescheinigung, dass man tauchtauglich ist. Ich war da beim Kardiologen, der ist Taucharzt in Düsseldorf und hat mir diese Bescheinigung hier geholt. Hat dann einen Lungenfunktionstest gemacht und ein kleines EKG und ein paar Übungen dazu, ob man noch fit ist. Und dann ja, kriegt man das auch schon ausgestellt, kostet ganze 70 Euro. Ja, man braucht es halt. Ne, muss man machen. Die diversen Brevets muss man auf jeden Fall auch mitnehmen. Im Wesentlichen dann hier, dass ich AOBD, also Advanced Open Water Diver bin, damit die in der Tauchbasis, wo wir dann sind, auch wissen, dass ich tauchen kann. Ganz wichtig, der Nitrox-Schein. Nitrox heißt, man taucht mit einem höheren Sauerstoffanteil in der Atemluft. Das reduziert auf jeden Fall Kopfschmerzen. Man kann einfach länger tauchen und entspannter tauchen. Von daher, Nitrox immer eine gute Sache. Wenn ihr mal einen Tauchschein macht, immer direkt Nitrox mitmachen. Moin Leute, ich bin auf dem Weg nach Düsseldorf. Mein Vater hat mich gerade abgeholt. Moin Vater. Moin. Und ja, gleich geht's los. Um 9 Uhr wird geflogen. Wir haben jetzt, was haben wir, 6.15 Uhr. Ich melde mich später vom Flughafen. Einmal zu C bitte. C, da müssen wir hin. So, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Da verkaufst du jetzt auf YouTube als Tauchvideo-Urlaub. Ja, ja, so. Ne? Aber wenn wir da jetzt so drüber reden, Robert, dann ist das alles auf Video. Ach, ne. Kannst du mal Schlange für sagen. Einmal rum, um da hinzukommen. Das habe ich natürlich nicht. Was habe ich denn? Da vorne, da sehe ich nur Batterieladen oder sowas. Ne? Das ist natürlich cool, wenn du. So, den Vogel hier kennt ihr schon aus einem Video. Hallo, hallo. Der CEO hier. Ja. So, Frank ist auch noch. Hallo, hallo, hallo. Um 11.11 Uhr geht's los, ne? Ja. Alter. Im Flieger. Jetzt erst der Wacht. Das ist ja auch noch fällig. So, los geht's. Frank. Könnt ihr mal die Kamera halten, ihr seid auf Video. Hallo. Hallo. So, gelandet. Koffer ist da. Alles gut. Handykarte.
Also reinmachen, Martin. Alles klar, wir sehen uns im Hotel. So, da sind wir. Das sieht doch mal gut aus. Nach etlichen Stunden bin ich endlich auf dem Zimmer angekommen. Es ist draußen alles dunkel. Mit der Kamera kriege ich es nicht aufgenommen. Aber ich zeige euch mal eben mein Zimmer. Ist echt ganz angenehm. Ich habe hier so ein Doppelzimmer. Hier ist der Eingangsbereich. Spiegel, Schränke, alles da. Sehr schönes Badezimmer. Licht ist hier draußen. Sehr, sehr ordentlich. Dusche, alles tippitoppi. Und da irgendwo ist das Meer. Und das zeige ich euch morgen. Wir gehen gleich essen, ein bisschen was trinken und ein bisschen quatschen. Wir sehen uns morgen früh. Ciao.